Verantwortlichkeit und vor allen Dingen Eigenverantwortlichkeit, Selbstverantwortlichkeit hat nichts zu tun mit Schuld. Schuld zu sein oder schuldiger zu sein. Im Gegenteil, der Begriff der Schuld oder der Schuldzuweisung ist eine Ablehnung, eine bewusste, absichtliche Ablehnung der eigenen Verantwortlichkeit. Dieser anscheinend weit verbreitete Irrtum oder falsche Umgang mit der Vokabel Verantwortlichkeit und Selbstverantwortlichkeit rührt natürlich aus einer kulturell, gesellschaftlich, geschichtlichen Prägung und Erziehung her, dem fahrlässigen Umgang mit diesen Begriffen im Sinne von beispielsweise einer Drohung, wie dafür bist du mir verantwortlich, im Sinne der Ablehnung der eigenen Verantwortlichkeit und der Zuweisung dieser Verantwortlichkeit auf einen anderen Menschen. Selbstverantwortlichkeit, Eigenverantwortlichkeit ist genau das Gegenteil von Schuld, von Schuldzuweisung oder auch von schuldig fühlen. Es ist die Akzeptanz und die Übernahme der Selbstbestimmung in jedem einzelnen Moment des Lebens, in jedem einzelnen Atemzug des Lebens. Verantwortlich zu sein heißt, sich selbst ehrlich gegenüberzutreten und sich in jedem Moment der Entscheidung und in jeder Situation, in der man sich befindet, eigenverantwortlich zu zeigen für das eigene Leben und für die Konsequenzen, die eigenen Auswirkungen, die eigenen Aktionen, Entscheidungen und Verhaltensweisen auf das Leben allgemein, das heißt auf alle Lebewesen haben. Das ist der Grundbegriff Verantwortlichkeit, Selbstverantwortlichkeit. Das ist der Kern dieses Begriffs der Verantwortlichkeit. Es ist schon schwer nachvollziehbar, wie jemand beispielsweise in den Kommentaren zu meinem Video über Depressionen, warum die Psychologie nicht heilt, auf die Idee kommt, ich würde hier Schuldzuweisungen machen, den depressiv erkrankten Menschen auch noch die Schuld geben wollen für ihre Erkrankung, für ihre Situation. Es ist nicht nachvollziehbar, es ist eine selbstmitleidige Viktimisierung von Menschen, die nicht gewillt sind, dieser Verantwortlichkeit, dieser Selbstverantwortlichkeit gegenüberzutreten oder es sogar nur zuzulassen, sie in Erwägung zu ziehen, nicht für die Schuldfrage, sondern für die Verantwortlichkeit der Entscheidung in der Gesellschaft, in der Welt, in der ich lebe, verantwortlich zu sein für das System, das ich trage, das ich mit unterstütze, unterstützt habe, zu sehen, dass ich, auch wenn meine depressive Erkrankung beeinflusst oder verursacht ist durch äußere Umstände, durch äußere Faktoren, durch den Druck der Gesellschaft, durch den Druck des Geldes, zu sehen und zu akzeptieren, dass ich Teil dieser Gesellschaft bin, dieses Systems bin, dass ich Mitträger dieses Systems bin, dass ich es als gleichberechtigt Mitverantwortlicher ebenso auf einen neuen Weg bringen kann, dass ich mich nicht als Opfer sehen muss, diese Systematik, sondern dass ich die Entscheidungsgewalt und die Handlungsmotivation für mein Leben wieder übernehmen kann. Selbstverständlich geht es hier nicht darum, dass jemand, der sich in einer akuten, depressiven Episode befindet, dass man den zutextet mit solchen Ideen, beziehungsweise dass man ihn unter Druck setzt mit solchen Selbstbefreiungswerkzeugen sich zu befassen. Das ist natürlich völlig klar, dass das niemals sinnvoll sein kann, dass das nicht Common Sense ist sozusagen. Aber es geht hier ja darum, die Grundlage aller menschlichen Fremdbestimmungstendenzen, aller menschlichen geistigen Ideologien, Wertvorstellungen, aller Imaginationen, die der Mensch sich in seiner gesellschaftlichen Existenz gemacht hat, zu analysieren, zu offenbaren
auch bloßzustellen dort, wo sie nur einen Zweck verfolgen, nämlich die Abkehr von der Eigenverantwortlichkeit und von der Selbstbestimmung und die Hinwendung zu einer mentalen Existenz, die weder real ist, noch irgendeinen sinnvollen Beitrag zum Leben gibt, eine Opferrolle der Persönlichkeit im Geiste, die sich überfordert sieht mit dem Leben, von dem Leben, von seinem Umfeld, von der Gesellschaft und dann letztendlich in einer wirklich schweren depressiven Erkrankung auch gar nicht mehr die Möglichkeit hat, aus eigenem Antrieb oder schwerlich die Möglichkeit hat, aus eigenem Antrieb jemals hinter diese Vorhänge der Selbstverblendung zu schauen. Also Eigenverantwortlichkeit ist selbstverständlich das einzige Mittel zur selbstbestimmten, als menschliches Wesen selbstständig, eigenständig denkenden Lebensweise, die für alles Leben natürlich steht, nicht nur für das eigene verantwortlich ist, sondern in der Erkenntnis der Eigenverantwortlichkeit aller Menschen an der Systematik, in der wir leben, erkennt, dass es denselben Teil dazu beiträgt, wie jeder andere Mensch auch, dass es keine Schuldzuweisung gibt, weder mir selbst gegenüber noch einem anderen gegenüber, denn das würde bedeuten, dass meine Schuld damit nicht existiert, dass ich meine Schuld damit abgebe, meine Verantwortung damit abgebe und deswegen hat dieser Schuldbegriff hier überhaupt nichts verloren. Ja, und diese Schuldgefühle sind natürlich selbstverständlich auch das, was den depressiven Menschen dann auch immer weiter und immer tiefer in die Depression hineintreibt, weil er sich natürlich Vorwürfe macht, dass er nicht mit seinem Leben klarkommt, dass er die Anforderungen, die an ihn gestellt werden, die er selbst an sich stellt, nicht erfüllen kann. Aber es wird eben nicht dieser Schritt gewagt, die grundsätzlichen Annahmen der Allgemeingültigkeit und der Natur dieses Zusammenlebens und dieser Anforderungen, dieses Druckes zu hinterfragen. Zu fragen, woher kommt das? Warum stelle ich überhaupt diese Anforderungen an mich? Warum stellt die Gesellschaft überhaupt diese Anforderungen an mich? Das ist nicht Gott gegeben. Das ist keine Grundlage, sondern das ist eine künstlich generierte Gesellschaftsform, die vor allen Dingen von einem einzigen Prinzip mitkonstruiert wird. Und das ist das Prinzip der Profitgier, des Individualismus, des selbstbezogenen Selbstinteresses, im Namen eines Geldsystems, das nur funktionieren kann, wenn ein Großteil der an ihm teilnehmenden Menschheit nur an dem eigenen Bedürfnisbefriedigung interessiert ist, nur an dem eigenen persönlichen Konsum, nur an der eigenen persönlichen Bereicherung interessiert ist und nicht am Leben, nicht am eigenen und auch nicht am Leben anderer und auch nicht am Leben, am gemeinschaftlichen Leben der Gesellschaft, auch wenn das natürlich immer wieder suggeriert wird, wenn das immer wieder so dargestellt wird, als sei es so, als sei das die Natur des Menschen, sie ist es nicht. Das muss ganz klar gesagt werden. Und hier muss auch klar werden, dass diese Hinterfragung der eigenen Grundeinstellung zum Leben notwendig ist, um sich von dieser, ja, wenn man es überhaupt Krankheit nennen will, zu befreien. Und mal ganz generell zu denjenigen, die hier einfach Halbwahrheiten posten, von wegen Depressionen hat nichts mit innerer Einstellung zu tun, nichts mit Selbstvergebung zu tun. Das ist einfach eine Störung im Stoffwechselhaushalt, im Gehirn, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, was auch immer. Und die von solchen Theorien der Unausgeglichenheit körpereigene chemische Substanzen und Stoffe sprechen, denen sei gesagt, dass sie mir bitte erst einmal die Studien vorlegen sollen, die das tatsächlich belegen. Es existiert nämlich nicht eine einzige, die wirklich diese Ursächlichkeit einer Depression belegen könnte. Das ist in meinen Augen, und das wage ich auch so zu behaupten, nichts weiter als eine reine manipulative Marketingstrategie, um genug Medikamente, Psychopharmaka an den Mann zu bringen, die vordergründig den Eindruck vermitteln, tatsächlich zu helfen, im Grunde aber den Menschen abhängig machen, den Organismus tatsächlich aus der Balance bringen, die den Menschen manipulieren
und ihn dumm halten sollen, ihm das Gefühl vermitteln sollen einer kurzfristigen, schnellen Heilung, einer Bewältigung einer Krankheit, von dessen Ursache er nicht einmal etwas ahnt und auch der Arzt und der behandelnde Arzt und der verschreibende Arzt nicht einmal etwas ahnt. Also ich bitte, von solchen Postings abzusehen, es sei denn, sie sind tatsächlich durch wissenschaftliche Studien belegt und ich kann hier auch die Referenzen bzw. die Quelle dieser Informationen in Anführungszeichen bekommen. Dankeschön.